Es bleiben noch 60 Tage. Könnten Sie mir bitte ein für alle Mal sagen, wovon Sie überhaupt reden? Mir wurde gesagt, dass die Linie von Bombay nach Kalkutta noch nicht fertiggestellt ist. An einem 80 Kilometer langen Teilstück wird noch gearbeitet. Es liegt genau zwischen hier und Allahabad. Das sind 80 Kilometer undurchdringlichen Dschungels. Das ist wahrhaftig eine gute Nachricht. Das ist es, obwohl es nicht in meiner Zeitung stand. Er ist verloren. Ralph, glauben Sie, dass diese Nachricht stimmt? So bedauerlich es auch sein mag, ich fürchte, es ist wahr, Lord Guinness. Und was sagen Sie jetzt, Lord Guinness? Glauben Sie immer noch, dass Ihr Freund Willy Fogg in 80 Tagen um die Welt reisen kann? Wie meinen Sie, soll er diese 80 Kilometer durchqueren, ohne 4 oder 5 Tage zu verlieren? Soll er es vielleicht mit Fliegen versuchen? Ich weiß es nicht, aber ich vertraue Willy Fogg. Und vergessen Sie nicht, wer zuletzt lacht, lacht immer am besten. So ein Angeber. Warten Sie mal einen Moment. Haben Sie einen Wunsch, Sir? So schnell wie wir vorankommen, müssten wir doch längst aus dem Dschungel raus sein. Sind Sie sicher, dass die Richtung stimmt? Keine Sorge, vertrauen Sie mir, Sir. Wir müssten doch schon bald in Allahabad sein. Mir tut von diesem Hin- und Herschaukeln schon alles weh. Mein Beileid, mir geht's genauso. Ich kann vor lauter Schmerzen kaum noch richtig sitzen. Am meisten tut mir mein Hintern weh. Wir sitzen schon seit 6 Stunden auf diesem Elefanten. Das gibt's doch nicht. Wir müssten schon längst in Allahabad sein. Nein, noch nicht. Wir haben nämlich einen kleinen Umweg gemacht. Warum? Ganz einfach, weil wir sonst mitten durch das Gebiet der wildesten und gefährlichsten Eingeborenenstämme gekommen wären. Es war eine weise Entscheidung, diesen Umweg zu machen. Denn bisher hat es nicht einmal die britische Armee geschafft, die blutrünstigen Stämme zu einem friedlicheren Leben zu bewegen. Wir müssen die Dinge nehmen, wie sie kommen, und nicht an einem kleinen Umweg verzweifeln. Hier lang! Beeilen Sie sich doch! Können wir uns nicht ein bisschen ausruhen? Meine Beine machen nicht mehr mit. Aber Sie haben einen Vorsprung. Wenn wir uns jetzt ausruhen, erwischen Sie Ihren Dieb nicht und ich sehe meinen Elefanten nicht wieder. Ja, ich weiß. Aber ich muss mich ein bisschen ausruhen. Nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe schrecklichen Durst. Geben Sie mir ein bisschen Wasser. Ich habe keine Zeit für Sie, Wasser zu suchen. Suchen Sie es doch selbst. Ist ja gut. Schreien Sie doch nicht so. Das ist ja wohl... Also gut, dann gehe ich eben alleine meinen Elefanten suchen. Die zwei sind ja völlig nutzlos. Warten Sie doch. Ach du meine Güte. Jetzt hat er uns mitten im tiefsten Dschungel allein gelassen. Bulli, wo steckst du? Hier bin ich, kann nicht mehr. Beeil dich, Dummkopf, komm endlich her! Ich hab so einen Hunger und so einen Wurf. Dummkopf! Wenn du nicht kommst, dann lasse ich dich eben hier. Warte, Dick. Komm, ich komm ja schon. Bleib stehen! Steigen Sie ab. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. Hören Sie, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Seltsam, er weiß doch, dass wir in Eile sind. Tut mir wirklich leid, Mr. Fogg. Ich weiß, dass Sie es eilig haben. Aber ich muss meinem armen, erschöpften Elefanten unbedingt eine Ruhepause gönnen. Wenn es nicht anders geht, sollten wir uns auch ein wenig ausruhen. Gut, wie Sie meinen, Sir. Komm schon, Tico, worauf wartest du noch? Komm runter. Ich komme. Hör mal, Rigodon, glaubst du nicht, dass Senior Fogg und Brigadier Korn fürchterlichen Hunger haben? Wir sollten ihnen den Tee servieren. Du suchst nur wieder eine Ausrede zum Essen. Tico hat recht. Ich glaube, wir haben beide Hunger. Ihr könnt uns gerne etwas bringen.
Selbstverständlich, Sir, sofort. Ja! Olli! Olli! Tico? Ja? Hol die Milch. Ich gehe ja schon. Bitte. Danke, Kua. Die Milch. Meine Herren, es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis der Tee fertig ist. Brigadier Korn? Aha, vielen Dank. Und dieser hier ist für Sie, Sir. Danke. Tico? Oh, Olli, ich werde Futter für Sie. Rigodon, biete dem Elefantentreiber auch etwas an. Dem soll ich auch etwas anbieten? Natürlich, er hat sicher genauso viel Hunger wie wir. Ganz genau. In Ordnung, Sir, ich werde ihm etwas bringen. Entschuldigung. Es wird aber auch höchste Zeit. Ich dachte schon, Sie würden mich verhungern lassen. Jetzt müssen Sie nur noch meinem Elefanten was zu essen geben. Sie, wie sprechen Sie überhaupt mit mir? Fangchor! Und noch ein bisschen. Die frisst ja für 10. Die hat ja keine Manieren. Tico, ich fürchte, das reicht nicht für Chor. Versuch doch noch etwas anderes aufzutreiben. In Ordnung. Oh. Frog, I'm the one who made the bet. And I know we'll be exactly right on time. Frog is my name. I like to play with my life in many ways. That's what they say. Go on, 'cause a lot of time is gone. We must be ready to go away. So Pech aber auch, und wie tief und düster das hier auch noch ist. Hey, Rigodon, hol mich hier raus, hier bin ich, hier unten, Rigodon, Hilfe, hol mich raus. Das ist doch Tico, Tico, Tico? Rigodon! Du sollst mich doch hier rausholen und nicht auf mich drauffallen, jetzt kommen wir nämlich beide nicht mehr nach oben. Oh lala, ist das hoch, mon Dieu. Wo können die beiden nur schon wieder stecken? Es ist doch schon spät und wir müssen unbedingt da sein, bevor es dunkel wird. Hilfe, Hilfe, was sind sie da? Wir können nicht weit von hier sein. Mr. Fogg! Hilfe! Hilfe! Mr. Fogg! Helfen Sie uns hier raus, Sir! Wir sind gerettet! Gott sei Dank haben Sie uns gehört. Das kann ich aber unmöglich alleine schaffen. Ich werde Brigadier Korn holen! Das dürfte reichen, Mr. Fogg. Ich glaube, wir haben genug Gegengewicht. Dann wollen wir es versuchen, Brigadier. Von mir aus gern, Mr. Fogg. Langsam, Koa. Langsam. Rigodon, halt dich an meinem Stock fest. Ja, Sir. Tico, halt dich an meinen Füßen fest. Ich komme. Vorsicht, ich werfe Ballast ab. Achtung, jetzt kommt der allerletzte Stein. Das nenne ich gute Arbeit. Festhalten, wir haben es gleich. Seid ihr bereit? Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wenn ich bis 3 gezählt habe, springen wir alle gleichzeitig ab. Und 1, 2 und 3. Mir tut nur der arme Baum leid. Wir haben seine Krone völlig zerstört. Hey, was soll denn das? Jetzt bin ich ganz voll Dreck.
Oh, Tico! Bravo, Koa, das hast du fein gemacht. Sobald Koa fertig gegessen hat, können wir aufbrechen. Sehr gut, Senior. Willy Fogg, dir werde ich schon noch zeigen, doch. Doch. Lauf, Bulli! Warte auf mich! Was ist denn passiert? Wollen Sie schon wieder Pause machen? Nein, Sir, diesmal nicht. Ich fürchte, ich bin den falschen Weg gegangen. Was sagen Sie? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich finde den richtigen Weg schon wieder. Warten Sie hier auf mich. Verflixt, wir werden schon wieder aufgehalten. So ist es eben. Viel Glück, Mr. Fogg. Sie stehen hier mitten im Dschungel. Ich hoffe, Sie brauchen mindestens eine Woche, um hier rauszufinden. Das dauert aber lange. Ich traue ihm kein bisschen. Ich glaube, das Beste ist, wir übernachten hier und sehen morgen früh weiter. Umgeben von lauter wilden Tieren? Entschuldigen Sie, Sir, aber ein bisschen könnten wir schon noch weiter. Es ist doch noch gar nicht ganz dunkel. Danke für deine Besorgnis, Rigodon, aber es ist wirklich schon zu dunkel, um noch weiter zu reisen. Und selbst wenn wir einen Tag im Dschungel verlieren, wir haben immer noch 2 Tage Vorsprung. Natürlich, das hatte ich fast vergessen. Wenn das die endgültige Entscheidung ist, werde ich mich schlafen legen. Ich bin vollkommen erschöpft. Mit Ihrer Erlaubnis. Gute Nacht, Brigadier. Ihr solltet jetzt auch schlafen gehen. Gute Nacht, Sir. Gehen wir, Tico. Ja, ich komme. Vielen Dank, Tico. Gern geschehen. Hier ist deine Decke, Tico. Schlaf gut. Du auch. Ich hab Angst. Hau ab! Rigodon, hilf mir! Wach auf! Ich hab so Angst! Rigodon, wach schon auf! Du musst mich beschützen! Diesen blöden Elefanten mit und mache es ihnen dadurch noch schwerer. Komm schon, Koa! Ooh.
ja schon hell. Tico. Komm schon, Tico, wach jetzt auf. Aufwachen, Tico. Was ist los? Guten Morgen. Ach, was für ein herrlicher Morgen. Das muss einfach ein erfolgreicher Tag werden. Guten Morgen, Kua. Was ist das? Das ist der Turban des Inders, Sir. Er muss zurückgekommen sein. Vinyanan ist er schon wieder gegangen. Hier ist er nicht. Wie? Du hast richtig gehört. Darf ich? Er hat recht. Es ist eindeutig der Turban des Inders. Das war nicht der echte Besitzer des Elefanten. Rigodon, kannst du mit Koa umgehen? Ja, Sir. Ich sagte es schon. Ich habe es im Zirkus gelernt. Dann sollten wir hier keine Zeit mehr verlieren. Auf geht's, Koa! Hier, Koa! Hier, Koa! Hier, Koa! Einsame Spitze! Sie sind schon weg! So ein Pech auch! Schnell, wir sind ihnen dicht auf den Fersen! Lauf doch! Dummkopf! Wer hat dir denn gesagt, dass du überholen sollst? Ich bin eben schneller! Ich habe gewonnen! Sie sind doch schon viel zu alt, um noch um die Wette zu laufen. Schluss mit den dummen Sprüchen. Warum mussten wir denn überhaupt so rennen? Ich wollte Ihnen zeigen, dass die Diebe meines Elefanten hier gestern übernachtet haben. Na wunderbar. Und jetzt werden wir uns ausruhen. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ich will sie nicht wieder verlieren. Bitte nur ganz kurz. Wir haben sie doch praktisch schon eingeholt. Nur zu. Dann gehe ich eben ohne sie. Warten Sie einen Moment. Bulli, wir müssen weiterlaufen. Jawohl. Die Strömung ist zu stark, da kommen wir nicht rüber. Stimmt, die Strömung ist reißend. Und zudem ist der Fluss wahrscheinlich so tief, dass der Elefant nicht darin stehen kann. Vielleicht könnten wir es schaffen, wenn wir uns eine Brücke bauen. Das ist eine gute Idee, Sir. So ist gut, Koa, ja. Weiter so, schieben, gut, Koa. So ist gut, Koa, und kräftig schieben. Alle hopp, alle hopp. Ja, genau, Koa, weiter so, alle, weiter. Hopp, alle hopp. Alle, hopp! Ja, so ist brav, Koa! Ja, gut ja. So! Gleich hast du es geschafft, Koa! Bravo, Koa! Bravo, bravo! Juhu! Gut so, Koa! Drei davon und wir haben eine Brücke! Runter damit! Gut, jetzt können wir rüber. Ich glaube, wir sollten nicht alle gleichzeitig auf die Brücke. Wir beide überqueren sie zu Fuß. Rigodon kommt mit Koa nach. Jetzt geht's los, Koa. Ganz ruhig. Schön langsam, Koa. Keine Sorge, es passiert schon nichts. Ja, so ist es gut. Gut. Weiter, Koa. Vorsicht, Koa. Du hast es gleich geschafft. Nicht anhalten, Koa. Wir sind schon fast drüben. Weiter, Koa, bitte. Auf geht's, Koa. Danke, Sie haben Koa und mir das Leben gerettet. Danke, vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich. Das ist das Allerwenigste, was wir für einen Freund tun können, nicht wahr, Brigadier? Sie haben völlig recht. Brigadier, wollen Sie mich vielleicht erdrücken? Entschuldige, Tico. Ich habe auch geholfen, dir das Leben zu retten. Ich weiß und ich bin dir dafür sehr dankbar. Und Koa ist dir auch dankbar. Diese Koa ist ganz erstaunlich. Das
Das hier ist das Paradies. Man kann sich mit Bananen vollstopfen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Aber ist nicht zu viel, sonst wirst du noch platzen. Nur noch ein Dutzend. Chor, was ist los? Ich höre seltsame Geräusche in der Ferne, Sir. Es ist weit weg. Aber es kommt auf uns zu. Es ist gut möglich, dass das einer dieser wilden Urwaldstämme ist. Wir sollten uns unbedingt verstecken. Zuerst verstecken wir Chor. Ja, Sir. Komm, Chor. Sag mal, Tico, kannst du nicht endlich aufhören zu essen? Unmöglich. Wenn ich mich fürchte, bekomme ich noch mehr Appetit. Was verbirgt sich hinter diesen seltsamen Klängen? Vielleicht einer von den wilden eingeborenen Stämmen, von denen Brigadier Korn sprach? Werden sie unseren Freunden helfen oder ihnen die Reise nur noch schwieriger machen? Eines steht fest: Das Unternehmen ist nicht so einfach, wie sie es sich ursprünglich vorgestellt hatten.